So, herzlich willkommen zu dem kürzesten Level der Welt. Ja. Scheiße. Episode 2, Map 7, die vorletzte Map von dieser Episode, ist leider, was die Länge angeht, relativ kurz. So, das war die Map. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, schau mit V. Naja, natürlich nicht. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen. Weil wir werden halt direkt am Anfang eingegriffen, da wir sagten, ne, wenn die zubeißen, diese Viecher, diese Imps, diese Pickies, die haben halt eine Zahnlänge von 3 Metern. Also, wir lesen Tactical Mode ist bei dem Level wirklich am Anfang echt. Da muss halt entweder direkt beim Laden des Levels schon Tasten gedrückt halten, damit er am Anfang direkt zur Seite springt. So zum Beispiel. Ansonsten gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar quasi direkt am Start das Menü öffnen, kurz in den God-Mode gehen, dann die beiden Fischer zumindest umbringen und dann wieder rausgehen. Ansonsten, wie gesagt, wir sind im Tactical Mode, gerade Brutal-Doom, da ist es ja wie gesagt noch, das ist ja richtig knackig. Da ist das so ein Anfang schon ganz schön hässlich. So, aber wir haben die erste Menge geschafft. Von daher. Scheiße. Okay, die Schrotflinte hat eine höhere Priorität als die hier. Das heißt, wenn ich von einer anderen Waffe auf die Schrot wechsle, kommt zuerst die hier. Und dann die andere. Das ist natürlich hässlich. Aber naja, was willst du machen? Brauchen wir hier was? Oh doch, scheinbar. Alter, dieses Gehopse hier ist ja... Wer da nicht verrückt wird, der ist verrückt. Kommen die hoch? Ja, tatsächlich. Ja, da kommt mein Mord. So, wir gucken nämlich erstmal. Was wollte ich gerade gucken? Achso, ja, alles gut. Schon wieder. Wo sind die jetzt alle her? Geil! Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt so schon hochkommen, aber umso weniger haben wir wieder von unten zu tun. Okay, okay. Mit der Schrotflinte geht's auch. Hatte schon Befürchtung, dass sie nicht genug Power hat für ein One-Shit. One-Shit. Für ein One-Hit. Aha. Noch einer? Ganz schön viele hier unterwegs auf der Autobahn. So, das hier kommt ein bisschen spät. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wobei, es wird uns im Außenbereich gleich helfen. Moment, ich dachte, diese Textur gibt es nicht mehr. Also, jetzt natürlich eine, also die originale Textur, die so aussieht wie diese Textur. Das ist ja hier eine HD-Version. Die war damals in den Alpha-Versionen von Doom sehr stark vertreten. Aber hier ist sie tatsächlich auch noch. Ja gut, wobei, das hier ist auch eine der allerersten Maps, die damals entwickelt wurden. Ne, noch in Doom-Alpha-Zeiten. Wer weiß, vielleicht haben sie hier die Textur tatsächlich sogar gelassen. Lol. So. Gucken wir erstmal hier raus. Locken wir erstmal alles an. Wow. Schauen wir uns jetzt diese Invasibility. Wobei, warum eigentlich? Nee. Komplett dämlich, brauchen wir gar nicht. So stark sind die Gegner ja gar nicht.
Wir haben kaum noch Schrotflintenmunition. Scheiß die Wand. Merkt man überhaupt noch Schrotflintenmunition? Eigentlich ist es einfach nur Schrotmunition. Wir brauchen mehr Schrot. Wie viel? Jetzt erinnere ich mich sogar in der Alpha 04 oder 05. War das sogar die Map, mit der man Doom gestartet hat? Allerdings nicht an der Position, wo wir gestartet haben, sondern da oben irgendwo, da hinten. Da war nämlich Doom noch ein bisschen anders strukturiert. Da wollte man Doom quasi eine richtige Story gehen, somit man ist ein Marine in einer Basis und frühstückt und spielt erstmal mit anderen Soldaten schön und dann ist man in einem Raum mit anderen Soldaten und erst dann geht es quasi los mit den ganzen Monstern und sowas alles. Und das startet hier in der Map. Ja. So, die Anfänge sind schon gar nicht mal so schlecht. Leider haben sie das wieder verworfen. Gut, ich meine, kann man so und so sehen. Ich meine, so wie Doom geworden ist, finde ich es irgendwie unglaublich geil. Aber ich finde es auch geil, dass sie die ganzen Alpha-Sachen released haben. Und man dementsprechend auch noch so eine alternativen Sachen so kennenlernt, quasi. Digga, er muss ja aufpassen, dass sie in die Munition verschwindet mit der Waffe. Guck doch mal, du Arsch. Geht doch, du Arsch. So, gehen wir erstmal hier lang. What the fuck? Der eine reagiert gar nicht, der andere dafür umso schneller. Interessant. Was bist du für eine? Wunne. Ich geh mal kacken. Wo geht's hier lang? Ach nee, da wollen wir doch nicht hin. Nee, hier war das, wo ich dachte, dass wir hier sind. What the fuck? Upsala. Kopf einziehen, Alter. Was ist denn das hier? Ach so! Ah! Okay. Den Raum habe ich bisher immer getrost ignoriert. Drei Shotgunner? Das glaubt ihr doch dafür selber nicht. Ich liebe Revolver. Leider hier relativ useless, wo nach 6 Schuss muss ich erstmal nachladen und naja. Euer König ist da. Beachte er mich. So, ja. Er glaubt, die Shotgun zu nehmen, die war keine so gute Idee. Die verbraucht unglaubliche Munition, wenn man nicht aufpasst. Halt mal. Oh, Alter. Ach komm. Genau, bring ihn um. Mach ihn kalt. Habe ich ihn zu schaschlig. So, dann muss man ganz kurz gucken. Da können, doch, hier können wir schon rein. Ah, genau. Das hier ist sogar. Okay, der Raum ist ein bisschen anders angeordnet. Aber genau in dem Raum
oder? Nee, Quatsch. Das ist nicht der Raum. Wer will was von mir? Ich höre Türen auf und zu gehen. Na komm, geh zu. Die geht nicht mehr zu. Komm zu, Mami. Dann halt nicht. Okay, die haben mir den ganzen Gang geändert. Dann war das also doch hier der Raum. Weil so sah der Raum aus, wo man begonnen hat. Nur die Tür war da und nicht da. Und wie gesagt, da die Tür ging dann auch hier bei dem Gang raus. Ja, mal schauen, vielleicht spielen wir auch die Alpha-Maps irgendwann mal. Also Alpha 2 und Alpha 3 sind unspielbar. Das ist wirklich nur Test-Demo. Aber ab Alpha 4 kann man die Maps zumindest spielen. Vielleicht machen wir da mal irgendwie mal ein Special. Vielleicht auch jetzt direkt morgen und übermorgen. Mal gucken. Ja. So, kriegen wir hier eigentlich die rote Karte her? War die hier uns? Alter! Hey, ist doch keiner. Von was habe ich denn gerade Schaden bekommen? Ist doch gar keiner. Nani? Ich dachte, hinter mir war jemand. Sag mal, kann es sein, dass das Spiel heute irgendwie wieder... Letztens mit der Schrotflinte, wo wir die falsche Munition hatten und deswegen anderen Schaden bekommen haben und jetzt habe ich nicht gespeichert. Och nö. Jetzt kriege ich hier Schaden, obwohl da gar keine Gegner sind. Was ist das eigentlich? Der da hinten sieht mich, aber der hier vorne sieht mich nicht. Leck mich doch im Arsch. Was ist mit dieser Map los? Was ist mit dieser GZ-Doom los? So, wo ist denn nicht der Schalter da? Was macht der Schalter hier? Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Raum ehrlich gesagt noch nie Beachtung geschenkt. Okay, ist ein Schalter zum einmal drücken. Was macht denn der? Bist du bekloppt? Sehe ich den gerade zum ersten Mal oder erinnere ich mich nur nicht? Was beides scheiße wäre. Was? Und wo denn? Achso. Dachte schon von Yuki, hier kommen jetzt irgendwie welche. So, die Tür kriegt er nicht auf, oder? Aber die Tür geht auf. Kann ich gar nicht durch. So. Okay, aber raus kommen wir.
So, wir kriegen jetzt hier... Achso, warte mal kurz. Wow, okay. Es ist der Boden, der Schaden macht. Darauf hätte ich echt kommen können. Darauf hätte ich jetzt echt kommen können. Ah, okay. Das heißt, wir müssen in dieser Vertiefung hier im Boden fernbleiben. Geht doch. Was? Arschloch. Weg der. Ich bin in Eile. Ich hab einen Termin. Okay, hier schon wieder ein Offset. Eine Verrückung. So, jetzt haben wir den roten Key. Und mit dem roten Key können wir jetzt dahin gehen. Alter, ich habe keine Schrotmunition mehr, Digga. Was ist denn los hier? Ich will noch gar nicht zum Ziel gehen. Ich will einfach Schrotmunition sammeln. Fragst du, wo bitte, ich meine, uns fehlt ja massig. Also. Ah gut, hier auf der linken Seite war ja so ein Lager, ne? Es darf rein zufällig massig Rotmunition. Ja, gar keine. Na super. Okay. Dann können wir die Schrotwaffe für nähere Zukunft erstmal nicht verwenden. Also nicht mehr so häufig. Ja. Halt also, sobald wir wieder an eine taktische Schrotflinte rankommen, nutzen wir sie auch. Also nehmen wir sie auch. Weil, das ist ja Katastrophe hier. Das ist ja echt Katastrophe. Okay, komm. Ach, herrlich, schon die letzte Map. Haha, da war ja was. Hulala. Ja, na dann, bis zur nächsten Map. Ich glaube mal, die Map machen wir noch. Und dann die nächsten beiden Tage, also Freitag und Samstag, da machen wir dann mal tatsächlich mal irgendwie, ne, die Alpha-Map mal ein bisschen anspielen, weil wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben und so weiter und so fort. Sind tatsächlich für die ein bisschen so ein bisschen Nostalgie angehaucht sind, so wie ich, ganz interessant. Und für die nicht angehaucht, warum guckt ihr überhaupt Doom? Warum guckt man Doom, wenn man nicht... Egal. Tschüss.